Grüezi wohl, einen herzlichen guten Morgen heute an diesem 2. September. Es ist Freitag, viele freuen sich aufs Wochenende und da kommen Reinis Zeitgedanken am Vormittag natürlich wieder, um über die Losung und den Lehrtext nachzudenken. Ja, ich habe heute ein Bild, ein besonderes Bild gewählt. Im Hintergrund Zakynthos, eine ionische Insel. Und diese Insel, ja, sie macht deutlich, dass es Orte gibt auf dieser Welt, die besonders deutlich uns vor Augen stellen, wie schön die Welt ist, wie einmalig sie ist. Und sie lässt uns dann, also, oder sie lassen uns dann diese Bilder nachdenken über den, der diese Welt geschaffen hat. Und über unser Gottesbild, unser Gottesverständnis geht es heute ein wenig. In beiden Texten wollen wir doch mal hineinschauen, was sie uns für diesen Freitag mit auf den Weg geben. Da heißt es im Alten Testament im Psalm 67, und zwar wird dort der Segen über die ganze Welt erbeten. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Fürchten klingt für uns immer so ein wenig, Ängstlichkeit ist da dabei. Und wir wissen ja, dass auch das Wort fürchten auch mit dem Vertrauen übersetzt werden kann. Und dennoch steckt da etwas drin in diesem Wort, dass man wirklich sagen muss, dass man Gott auch akzeptieren sollte als etwas viel, viel Größeres, als wir selbst sind. Wir entdecken ja vielleicht, dass wir manchmal Gott sehr verniedlichen, dass wir uns über ihn lustig machen, dass wir die Ehrfurcht in unserer heutigen Zeit ziemlich verloren haben. Und da passt nämlich auch der zweite Text sehr gut dazu. Ich möchte ihn gleich mit dazu nehmen. Da heißt es, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Dieser Text ist aus der Offenbarung ziemlich am Anfang und da sieht der Seher zum Thron Gottes. Und das ist ja nicht vielen Menschen vergönnt, dass sie einmal einen Blick werfen können zum Thron Gottes. Man kann sich streiten, ob es wirklich so ist, wie er es uns da schildert. Ich nehme es jedenfalls ernst, warum sollte es nicht so sein, was er uns da mitzuteilen hat. Auf jeden Fall wird deutlich, wie alle, die dort versammelt sind in diesem Raum oder in diesem Ort, wie man sagen möchte, wo der Thron Gottes steht, dass sie ehrfurchtsvoll und demütig sich vor Gott verneigen. Und wer dieses ganze Kapitel liest, wird sehen, dass da Bilder auftauchen, die wir auch den Evangelien zuordnen, nämlich Löwe, Stier, Mensch und Adler. Und er wird sehen, dass eine unglaubliche Bildsprache auftaucht, die man eigentlich nur mit dem Alten Testament auch sich entschlüsseln kann, wie die Offenbarung eben so viele Rätsel uns vor Augen stellt. Aber eins ist deutlich, hier liegt der Tenor ganz eindeutig darauf, dass Gott der Herrscher ist, der alleinige Herrscher, dass Gott derjenige ist, der alles geschaffen hat. Und es tut gut daran, wenn wir nicht nur vertrauen, sondern auch demütig sind und uns nicht aufspielen als Wesen, die vielleicht sich sogar gern über Gott stellen. Was wir heute sehen, ich habe also auch auf meinem Kanal die Frankfurter Erklärung aufgeschaltet. Die müsste man eigentlich unbedingt unterschreiben und verteilen. Ich habe sie im Telegram-Kanal. Da sieht man, dass es jetzt endlich Christen gibt, die aufstehen und sich zu Wort melden und deutlich machen, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie anhand der Bibel aufzeigen, was jetzt heute in dieser Zeit verkehrt läuft. Und da ist eigentlich alles mit angesprochen, was wir heute nicht hinnehmen dürften und nicht sollten. Denn das ist eine Verniedlichung von Gott. Was sich Menschen heute anmaßen, nämlich, dass sie eine Gesellschaft bauen, und das wird auch der Transhumanismus angesprochen. Es wird auch die Selbstbestimmung über den Körper angesprochen. Es wird auch angesprochen, die Selbstbestimmung der Christen im Versammlungsrecht, dass man sich da nicht reinreden lassen darf. Und da stellt sich generell die Frage, warum ist die Kirche so viel Kompromisse überhaupt eingegangen in dieser ganzen Geschichte? Und wir sollten nicht nur darauf pochen, was wir jetzt wieder an alten Freiheiten haben möchten, sondern auch mal darüber nachdenken, wie haben wir uns eigentlich diesen Menschen untergeordnet, hatten vor ihnen Demut und hatten vor ihnen Achtung, die uns letztlich nicht sehr viel Gutes gegeben haben.
Und wir sind ja heute noch daran, dass wir die Chile-Steuer vom Staat einziehen lassen. Ja, und da heißt es auch, dass die Regierung von Gott eingesetzt sind, dass wir, also Römer 13 spielte eine Rolle. Und die Frage stellt sich heute wirklich, sind diese Menschen wirklich noch von Gott eingesetzt oder haben die sich nicht selbst an die Macht geputscht? Also Ehrfurcht wieder vor Gott zu gewinnen, heißt auch gleichzeitig im Leben sich zu verändern. Und zwar im Leben sich neu auszurichten, nicht dem Menschen die Ehre zu geben, nicht dem Menschen so unterwürfig zu sein, wenn er auf falschen Wegen ist, sondern nur dem Menschen unterwürfig zu sein, der von Gottes Gnaden eingesetzt ist und der in Gottes Namen wirklich das Beste für die Menschen möchte. Ja, wir sind heute weit weg von einer solchen Regierung in vielen Ländern, die in Gottes Namen die Verantwortung der Menschen übernimmt. Aber kommen wir nochmal zu diesen beiden Worten. Dann heißt es, ihn fürchten und ihm Lobpreis geben, sieht anders aus, als sich über ihn vielleicht in Witzen zu äußern oder aber auch abfällige Bemerkungen zu machen. Ich erschrecke immer wieder in unserer heutigen Sprache, wenn ich Menschen reden höre über Gott. Da spüre ich sehr häufig, dass er gar nicht ernst genommen wird, dass er klein gemacht wird, dass er niedrig gehalten wird und dass man sogar ein wenig Lästerei mit anfügt. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Worte aus dem Psalm 67 wieder ein bisschen mehr ernst nehmen, auch aus der Offenbarung, dass wir Gott nicht nur als unseren Kumpel und Kollegen begreifen. Das ist ja schnell so rübergekommen, auch in vielen Bewegungen, dass sie einfach sagen, ja, Jesus war Mensch wie wir und wir können mit ihm umspringen, so wie mit einem Menschen. Ja, wir sollten mit einem Menschen auch göttlich umgehen, denn es ist ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes. Und wir merken, wie alles bei uns im Leben durcheinander geraten ist. Und so wünsche ich uns, dass wir nicht vor Gott Angst haben, so wie das früher die Generationen hatten, dass die Eltern drohten, Gott sieht alles, pass auf. Das kann ganz schlimm rauskommen, dass wir wirklich auch Vertrauen zu Gott haben, aber dass wir unsere Stellung niemals so ansehen, dass wir die Herren sind, dass wir etwas zur Schöpfung beitragen, indem wir sagen, wir können es besser als Gott. Das ist vollkommen daneben. Das Verhältnis zu Gott, das lässt beide Worte hier irgendwo einmal aufleuchten und stellt uns die Frage, wie sehen wir Gott eigentlich? Gehen wir mit ihm um, als ob es einer unseresgleichen ist, oder entdecken wir in Gott tatsächlich den Schöpfer, der allen Menschen nahe ist und der viel, viel größer ist als wir? Auch hier wieder, Demut ist angebracht und Demut zu lernen, das ist nicht nur für einen jeden von uns wichtig, sondern ich denke ganz besonders auch für Regierende, dass sie wissen, sie haben hier in dieser Welt nur einen Auftrag und der Auftrag ist noch nicht mal nur vom Volk, sondern er ist sogar göttlicher Natur. Und wenn sie den missbrauchen, dann wird Gott sie am Ende, so wie er es angekündigt hat, auch zur Verantwortung ziehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses noch einmal neu beleben lassen, dass wir das nach draußen bringen, dass die Menschen wissen, wir leben nicht rein zufällig, nicht für uns, nicht für irgendeinen Sinn und Zweck, sondern wir leben, weil Gott es will, weil Gott es so für uns bestimmt hat und er möchte, dass wir ihm vertrauen, ihn lobpreisen und wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Wir können das tiefe Vertrauen zu ihm wagen, weil er nämlich nur das Beste für uns möchte. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in alle Ewigkeit. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Freitag. Bringen Sie Ihre Arbeit noch fertig und dann können Sie das Wochenende hoffentlich genießen und alle, die noch weiter schaffen müssen, auch für Sie sei der Segen bestimmt, dass Sie sich freuen können, auch an der Arbeit und dass Sie vielleicht hier und dort einmal nachdenken, wo kann ich am besten zur Ruhe, zur Stille kommen und das ist in der Natur meistens gegeben, wo kann ich einmal ganz für mich über mein Gottesbild, mein Gottesverständnis nachdenken. Und da helfen solche Momente, wenn man wie hier
in Zakynthos am Meer steht oder oben auf einem Berg hier auch im Appenzeller Land und dann die Schönheit, die Vollkommenheit sieht, die der Schöpfer in diese Welt gelegt hat. Und dann spürt man, wie klein man ist, aber wie geachtet man von Gott ist und wie groß man von Gott jeden Tag gemacht wird, angenommen wird und wie wunderbar es ist, dass er uns begleitet. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und mein wichtigstes Argument, Sie können nur auf sich aufpassen, wenn Sie mit Gott verbunden sind. Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Thank you.